Yamanaka-Faktoren sind vier Faktoren, die, dafür hat der Yamanaka den Nobelpreis bekommen, die, wenn man eine Zelle aus dem, eine Hautzelle, was auch immer, aus dem Körper entnimmt, in eine Petrischale tut und die vier Yamanaka-Faktoren dazu tut und den ein paar Wochen einwirken lässt, zwei, ein bisschen länger, dann werden die wieder embryonale Stammzellen. Das ist natürlich irre. iPSC-Zellen Verrückt, nennt ja. man die. Und das ist natürlich tödlich, wenn man das im Körper tut, weil dann weiß das Organ nicht mehr, es ist Embryo, weiß überhaupt nicht mehr, was machen soll. Da ist die Leber weiß nicht mehr, die Niere weiß nicht mehr, das Herz weiß nicht mehr, bist du sofort tot. Deshalb sind die halt hochgefährlich, wenn man nicht genau steuern kann, wie lange die einwirken. Wenn man also, ich meine, das war so nach 10 Tagen, wenn man diesen Verjüngungsprozess nach 10 Tagen unterbricht, die Yamanaka-Faktoren also entfernt, dann ist diese Zelle um 20 Jahre verjüngt. Ja, Wow. schieß mich jetzt, ja, nagel mich nicht fest. Und das ist ein phänomenaler Effekt. Und die arbeiten jetzt mit unterschiedlichen Methoden daran, zu verjüngen. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Nina Ruge. Nina, du bist ursprünglich Lehrerin, Moderatorin und Autorin mehrerer Bestsellerbücher. Nachdem du in den unterschiedlichsten TV-Shows mitgewirkt hast, hast du 2007 deine Moderatorentätigkeit aufgegeben und von da an regelmäßig im Wissenschaftsforum Petersburg mit Vertretern aus Wissenschaft, Forschung und Praxis über aktuelle Themen aus Medizin und Technologie diskutiert, wo du dein Wissen aus der Biologie mit einbringen konntest. Heute beschäftigst du dich vorwiegend mit dem Thema der Langlebigkeit und du bist schwerpunktmäßig als Autorin tätig, unter anderem als Fachautorin für die Zellbiologie des Alterns. Zu diesem Thema erschien 2020 dein Grundlagenbuch Altern wird heilbar, jünger bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen. 2021 erschien dann ein zweites Buch, Verjüngung ist möglich, 2022 dann das Verjüngungskochbuch und dieses Jahr der Verjüngungsplan. Und ich glaube, aktuell arbeitest du schon am nächsten Buch. Nina, willkommen zum Epigenetik Podcast. Danke, dass ich da sein darf, Sebastian. Ja, Nina, ganz, ganz besondere Show heute, der erste Teil unserer Longevity-Serie. Die Detox-Serie läuft aktuell noch, zumindest in der Zeit, wo wir gerade aufzeichnen. Und die wird schon ganz toll angenommen. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auch in das Thema der Langlebigkeit einzutauchen in einer neuen Serie, dass wir das wirklich mal komplett auseinandernehmen. Bei uns, wir haben ja im Vorgespräch uns kurz darüber unterhalten, steckt das ja eigentlich noch nicht mal wirklich in den Kinderschuhen, während das ja in den USA schon absolut durchstartet. Und da warst du auch gerade. Als wir per E-Mail in Kontakt waren, bist du gerade warst du gerade auf dem Sprung in die USA und hast so ein bisschen den Einblick geholt, wo sind die Technologien gerade, wo gehen die gerade hin? Was gibt es gerade für neue Sachen? Da kommen ja tagtäglich, wöchentlich wirklich neue wissenschaftliche Arbeiten raus, aber auch neue Technologien. Die AI, die künstliche Intelligenz, spielt ja auch mittlerweile schon eine ganz große Rolle. Deswegen heute ganz, ganz besonders freue ich mich total mit dir, diesen Kickoff zu machen. Wir werden thematisch, und das ist auch ganz schön passend für die erste Folge, erstmal auch so ein bisschen eher über die Hallmarks des Aging sprechen, also über die Ursachen. Auf Englisch heißt das ja Hallmarks of Longevity oder Hallmarks of Aging. Und werden aber dann so im zweiten Teil eher auch darauf eingehen, so deine Erfahrungen aus den USA, was hast du da gesehen, wo sind die Technologien und wo geht die Reise wirklich hin, um das Alter nicht nur aufzuhalten, sondern auch wirklich, ja, wer weiß, mehrere Jahrzehnte vielleicht zurückzudrehen. Bevor es aber losgeht, ein kurzer Einblick oder nicht Einblender, ein kurzer Rückblick vielleicht von dir, wie war die Reise, ohne dass du jetzt da auf einzelne Themen eingehst.
Wie war so der erste Eindruck in den USA? Was ist da los? Ja, Longevity, Healthy Longevity ist ein großes Thema in der Forschung. Ich habe ja sowohl Institute, Stanford University, Buck Institute, Gladstone Institute an der UCSF, also wirklich die ganz großen, super finanzierten Institute besucht, sondern auch ganz viele Startups. Das waren am Tag 8 Termine, 30 bis 45 Minuten Gespräch, plus, wow, ist ja ein irrer Verkehr in der Region, yeah, plus Logistik, also das war tough. Mein Fazit ist ein ganz, ganz großes Interesse. Natürlich, ich war mit einem Investor unterwegs, der sich von mir so ein bisschen auch informieren lassen wollte, was hältst du davon, würdest du da vielleicht investieren oder ist das eine Richtung, die kommen wird? Er ist ein bisschen ernüchtert zurückgekommen, würde ich mal sagen, weil die low-hanging fruits, wo man sehr schnell wahrscheinlich investiert, ganz gut Geld verdienen kann, das hat sich nicht besonders geändert. Das sind Nahrungsergänzungsmittel, das sind so relativ einfache Therapien, das sind auch so Longevity Center, die Kunden betreuen und Biomarker nehmen, Altersstatus messen etc. Aber die Medikamente, die Future Therapies, die sind halt auch so komplex, das ist Molekularbiologie vom Feinsten und natürlich Biotech und AI kombiniert, das wird noch dauern, weil das ist einfach auch ein Eingriff dann in unsere Stoffwechsel und unsere Genetik. Das ist schon ein umfangreiches Ding, das da geprüft werden muss von der FDA in den USA, also von der gefürchteten Prüforganisation, die Medikamente zulässt. Und Altern ist eben, und das ist vielleicht die letzte Anmerkung, die ich jetzt mache, Altern ist ja nicht als Krankheit anerkannt im 11. ICD. Das ist also von der Weltgesundheitsorganisation diese riesige Liste, die sagt, was ist eine Krankheit und was nicht und was dann auch von den Krankenkassen zum Beispiel zu bezahlen ist. Und deshalb müssen auch die ganzen Firmen, die Startups, auch die Institute, müssen also immer Krankheiten adressieren. Wie oft habe ich Lungenfibrose gesehen, die geheilt werden soll oder seltene Krankheiten, seltene genetische Krankheiten. Das ist natürlich nicht deren wahres Ziel, sondern das wahre Ziel ist Verjüngung oder zumindest das Altern aufzuhalten in seinem Tempo. Das kann man aber so nicht ausweisen als Ziel der Forschung, weil sonst wird das sowieso nicht zugelassen. Also es ist insgesamt ein unglaublich breites Feld. Darüber kann ich auch nachher noch mal ein bisschen genauer sprechen, wo da überall geforscht und entwickelt wird. Es passiert unendlich viel. Da wird auch Toughes kommen, aber es wird noch dauern. Ja, super spannend. Ich habe ja noch einen Zweitkanal, wo ich über Longevity News berichte. So wöchentlich bringe ich da immer wieder mal so, was gibt's für neue Studien und so weiter. Und das hat mich jetzt gerade thematisch drauf gebracht, weil du gesagt hast, ja, da ist die FDA natürlich als Kontrollorgan und das wird alles ein bisschen dauern. Und da bin ich über einen Artikel gestoßen, dass aktuell eben versucht wird, gewisse Forschungsbereiche auszugliedern aus den USA oder irgendwie auf so eine Art Insel zu bringen, dass man eben für Studien nicht mehr alle 4 Phasen durchgehen muss, sondern dass das einfach alles beschleunigt wird. Da bleibt es spannend, so wie du sagst, abzuwarten, was kommt da alles. Und ich glaube, jetzt wo du auch von Investoren gesprochen hast und seitdem auch Tony Robbins und die namhaft mit an Bord sind, geht das immer schneller und immer mehr wollen da wahrscheinlich reindrängen, auch so wie dein Partner, der mit dabei war, aber schwieriger ist es dann doch noch, so sagst du, low-hanging fruits sind nicht mehr so da. Ja, ich würde jetzt schon ein bisschen zurückrudern. Also es gab ja so 2021 einen Peak an Investitionen auch in Biotech und besonders auch in Longevity. Da ist ja auch Alterslabs die Idee entstanden und ich glaube, es ist Ende 2021 gegründet worden, diese 3,3 Milliarden Dollar Investition. Und dann kam so die Ernüchterung, weil wenn es noch kein Unicorn gibt, wenn es tatsächlich kein Startup schafft, über die Milliarden Marktkapitalisierungsgrenze zu kommen, sondern alle erstmal nur Geld verbrennen, aber noch nichts liefern, da halten sich die Investoren dann doch mehr und mehr zurück. Das muss man schon sagen. Aber es wird trotzdem, es wird investiert. Das ist also nicht in Europa. Kaum, sondern in den USA, aber sehr viel auch in Asien, weil da eben die Zulassungsbeschränkungen nicht so streng sind, auch nicht in Japan. Ja, da war ich gerade in Okinawa und auch in Japan finde ich auch ganz spannend. Das sind ja
zumindest was von da kommt, eher weniger die Technologien als so die Lebensweisheiten oder Lebensarten. Aber ich bin dann neulich auch nochmal über so Zahlen gestoßen. Das war so während der Corona-Zeit, 2021 oder 2022, war so der Longevity-Markt ja irgendwie so um die 16 Milliarden schwer. Und da wurde dann so mal in die Zukunft geschaut, in den nächsten Jahren. Also die erwarten dann nochmal einen Drittel Zuwachs. Du sagst jetzt aber, okay, vielleicht doch kommt da eher so ein bisschen Bremse, weil es eher daran liegt, kommen Zulassungen, gibt es irgendwelche Hürden, ob das nicht shiftet vielleicht irgendwo ins Ausland, wo die FDA nicht ihre Finger mit dem Spiel hat. Genau, also der Markt wird wachsen. Ob er explodieren wird in der nächsten Zeit, das kann man noch nicht so richtig sagen. Ich war auch in Kopenhagen auf diesem größten Kongress ARDD, Age Research and Drug Discovery, glaube ich, so heißt es, Meeting in Kopenhagen. Das war wirklich total spannend. Es ist auch wirklich irre zu sehen, was da alles entwickelt wird. Aber auch da hat man halt gesehen, Nahrungsergänzungsmittel und Rapamycin vielleicht und Metformin, die große TAME-Studie, die startet ja nun endlich. Das sind aber Sachen, das sind Medikamente, aber da kann man kein Geld mehr verdienen. Das sind ja Generika, die sind nicht mehr patentierbar. Und deshalb gibt es dann jetzt also Rapalox, also ähnliche Moleküle, die kann man dann wieder patentieren lassen, wirken vielleicht noch ein bisschen besser, haben weniger Nebenwirkungen. Und dann gibt es da durchaus ein Geschäft. Also es passiert da schon was. Es gibt auch noch ein paar andere Low-Hanging-Fruits als nur die Nahrungsergänzungsmittel. Aber eben dieser riesige, was eben Altos Labs erwartet, ne? Die epigenetische Reprogrammierung, Zellen, Organe, um 20 Jahre verjüngen, das ist halt ein Riesenprojekt. Und da muss man wirklich verdammt aufpassen, dass man da keine Nebenwirkungen hat, die das ganze Projekt eventuell platzen lassen könnten. Deshalb muss man da alles ausschließen, was Risiken sind. Ja, und auch die Medikamente, die du jetzt genannt hast, Rapamycin zum Beispiel, Metformin, das sind ja eher auch Medikamente, die dann vielleicht nur auf einen Wirkmechanismus hin abzielen. Also einer der, wenn wir mal zu den Hallmarks von Aging kommen, ob es 9 sind oder 12 sind, die zielen quasi auf einen Wirkmechanismus ab oder vielleicht auf zwei, vielleicht sogar auf drei. Aber diesen ultimativen, einzigen Mechanismus, der von oben bis unten hin alles reguliert, den hat man ja vielleicht noch gar nicht gefunden. Ist das die Epigenetik, so wie Sinclair das beschreibt? Gibt es da noch mehr? Und wie kann man denn da ansetzen? Ist, glaube ich, auch noch ein großes Fragezeichen. Jetzt würde ich mal so gern mit dir in die Hallmarks eintauchen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt so irgendwie ursprünglich gab es mal 7, dann gab es 9, jetzt gibt es nochmal 3 mehr. Da alle jetzt irgendwie aufzuzählen, glaube ich, würde auch den Zuschauer jetzt einfach so ein bisschen verwirren. Gibt es für dich irgendwie eine Möglichkeit in deinem Kopf, wo du sagst, so könnten wir es jetzt gliedern, lass uns mal unterteilen oder die wichtigsten rauspicken. Wie würdest du denn anfangen, wenn du zu jemandem sagst, das sind die Hallmarks of Aging? Also zunächst erstmal, dass es eben immer mehr Hallmarks wurden, hat damit zu tun, dass die Molekularbiologie, je tiefer sie vordringt in die Erforschung der Ursachen des Alterns, immer mehr komplexe Prozesse, Signalwege findet, die dazu führen, dass wir altern. Und das ist natürlich ja also auch erschreckend, weil man dann immer mehr spürt, Moment mal, man wird wahrscheinlich nicht das eine Medikament finden. Zu dem, was du zu Metformin gesagt hast, aber da können wir nachher nochmal kommen, das ist schon, oder Rapamycin, das ist schon interessant, weil das sind ja zwei Fastenmimetika. Das sind ja zwei Medikamente, die das bewirken, was passiert, wenn wir richtig heilfasten. Vor allem Heilfasten, Intervallfasten macht das ja auch ein bisschen. Und da haben wir einen Hinweis darauf, was vielleicht eine ganz tiefe Ursache des Alterns sein kann. Und hast du angesprochen, Epigenetik. Denn wenn wir wenig essen, wenn wir fasten über längere Zeit dann, dann haben wir auch einen Effekt über diesen sogenannten mTOR. Regulationsmechanismus, dass sich die Zellen etwas langsamer teilen und dass unsere Reparaturenzyme mehr Zeit haben, unsere DNA zu reparieren. Wie wir ja wissen, haben wir über 10.000 Schäden pro Zelle und pro Tag. Und auch die Epigenetik eventuell ein bisschen weniger ins Altern abdriften zu lassen. Also dieses Calorie Restriction, CR, wenig essen oder fasten, das könnte schon so einer der tiefen Schalter sein, das Altern zu triggern,
also beziehungsweise zu verlangsamen oder eben, wenn man frisst, zu beschleunigen. Aber wenn du jetzt nach der Gliederung oder einer Übersicht der verschiedenen Alterungsprozesse fragst, da habe ich in meinem ersten Buch Altern wird heilbar drei große Linien zusammengefasst. Mhm. Das eine ist die Alterung der Zellteilung. Also das, was alles aus dem Tritt kommt, wenn sich die Zellen teilen. Und das betrifft vor allem die Stammzellen. Ist natürlich saublöd, wenn wir mit dem Altern auch ältere Stammzellen haben, die sich nicht mehr so gut und so perfekt teilen. Das ist ja ein irrwitzig, man wird ja demütig, wenn man sich im Detail anschaut, was da in unseren Zellen an Intelligenz regiert. Also wenn sich die Zellen teilen und die Chromosomen zusammenknäueln und vorher verdoppelt haben und dann auseinandergezogen werden und das alles, es ist ja ein wahnsinniges Konzert der Intelligenz. Und wenn da so im Laufe der Jahre etwas, vor allem in den Zellen, die sich nicht teilen im Laufe unseres Lebens, aus dem Tritt gerät, dann haben wir ein Problem. Und die Zellen, die sich nicht teilen, sind halt die Gehirnzellen, sind die Herzmuskelzellen, Stammzellen, Immunzellen, Zellen im Auge, Zellen im Ohr, Zellen in der Niere. Die sind so alt, wie wir sind. Und da werden dann natürlich auch gerade die Schäden, die sich durch eine nicht vernünftige Teilung ergeben, die werden halt weitergegeben. Das ist ein Problem. Und dazu kommt noch zu diesem ganzen Komplex die Seneszenz. Also die Zombiezellen, das sind die, die in der Jugend, wie das ja so oft in unserem Körper der Fall ist, kleine Dosis, super gut, große Dosis, Gift. Paracelsus hat ja schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Also, die seneszenten Zellen sind in der Jugend super, weil die uns zum Beispiel vor Krebs schützen, weil sie einfach aufhören, sich zu teilen. Und das ist ja sehr günstig bei einer Krebszelle. Ja? Mhm. Und normalerweise haben wir ja die sogenannte Apoptose, also den programmierten Zelltod. Und wir haben pro Sekunde 50 Millionen neue Zellen in unserem Körper, was wir uns ja absolut nicht vorstellen können. Verrückt. Ja. Verrückte Zahlen. Und da sterben aber natürlich auch so viele. Also diese programmierte Apoptose, dieser selbstprogrammierte Tod der Zellen, wenn sie eben nicht mehr gebraucht werden, im Darm, in der Haut, überall, der funktioniert bei diesen Zombiezellen eben nicht. Die umgehen das sehr tricky und leben weiter. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat vielleicht 20% seneszente Zellen in der Leber, die tun ihre Arbeit nicht mehr, leben aber weiter, brauchen Nährstoffe und produzieren ungünstige Stoffe, vor allem entzündungsfördernde Stoffe, SESP nennt man das. Das ist sehr, sehr ungünstig. Also auch ein Problem des Alterns und der nicht mehr so gut funktionierenden Zellteilung sind die seneszenten Zellen. Das ist so der erste, finde ich, richtig wichtige Pfeiler des Alterns. Mhm. Dann kommt ganz kurze Nachfrage, Nina, SESP oder wie hast du das genannt? Also die seneszenten Zellen. Ja, SASP. SASP. Das ist das, was man so als Silent Inflammation auch und versteht, wenn die Seneszenten quasi entzündungsfördernde Botenstoffe ausschicken. Das ist das, was du als SASP auch bezeichnest oder ist das was anderes? SASP sind genau diese entzündungsfördernden Stoffe, die die seneszenten Zellen aussenden und diese Entzündungsform nennt man kalte oder eben, ja, also die Inflammation, die nicht durch Krankheiten, durch Infektionen beispielsweise, das sind die heißen Entzündungen, bewirkt werden. Und die Immunzellen, die sich dann halt auch nicht mehr so toll teilen, können da in diesem Konzert auch nochmal mit verstärken. Also das Entzündungsaltern und das Immunaltern, das ist für uns ein Target, das genau für die Firmen, die ich auch besucht habe, ein wichtiges Target ist, die zum Beispiel seneszente Zellen töten wollen oder unsere T-Zellen, unsere Immunzellen davon befreien wollen, dass sie eben auch altern und viel weniger werden, weil auch unsere Thymusdrüse leider schon ab dem 15. Lebensjahr sich zurückbildet und dann unsere T-Zellen nicht mehr richtig programmiert. Also das ist, da sieht man schon, das sind so viele Prozesse, die ablaufen im Zuge des Alterns, dass einem schon ein bisschen schwindelig werden kann. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Ansätze, das zu verlangsamen oder zu bekämpfen.
Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich. Bevor wir gleich zum zweiten Teil kommen, lass uns nochmal ganz kurz bei dem ersten Block bleiben, weil da gibt es ja so viel, was jetzt noch unerwähnt blieb, aber spannend fand ich jetzt auch noch die Aussage, das ist die Entzündung des Immunsystems. Nicht des Immunsystems, sondern Entzündungsaltern und Immunaltern. Das sind zwei Wege, oder? Die wir ganz eng miteinander zu tun haben. Und in dem Zusammenhang, oder zumindest spinne ich mir da den Zusammenhang in meinem Kopf gerade zusammen, gibt es ja den tollen Alterstest von Glycan Age, den du sicherlich auch kennst, wo eben so diese Entzündungen in Form der Glykane gemessen werden. Ist das damit abbildbar, 1:1 von dem, was wir gerade sprechen, auch was die Seneszenz angeht? Hast du da Infos zu? All diese Uhren, es ist ja auch eine Clock, eine Altersclock, dieses Messinstrument. Alle diese Biomarker, die heute vermessen werden können, aber noch in keiner klassischen Arztpraxis angewandt werden, sondern nur in den Longevity-Centern, haben ihre Tests durchlaufen, haben ihre Ergebnisse und sie werden doch immer wieder über den Haufen geworfen und durch neue Generationen ersetzt. Deshalb mag ich jetzt nicht sagen, die Glycan Age Uhr ist super, aber sie ist mit Sicherheit, vor allem wenn man sie öfter einsetzt, wenn man die Entwicklung eines Menschen, wenn man sie personalisiert für sich einsetzt und sagt, wie geht denn das in meinem Körper voran? Dabei muss man aber wissen, dass da auch heiße Entzündungen reinfallen. Also ich bin jetzt eben aus San Francisco zurückgeflogen, Interkontinentalflug, Jetlag, habe sofort einen Infekt bekommen. Wenn ich mir dann das Glycan Age gemessen hätte, hätte ich da natürlich einen Riesenausreißer gehabt. Mhm. Das muss man halt alles mit berücksichtigen. Aber ich halte sehr viel von den Messungen von Biomarkern. Nur man muss heute, das ist ja das Gemeine, viele wollen... Gib mir die eine Pille, die funktioniert, oder gib mir die Messung, die funktioniert. Und wir müssen halt heute, wenn man seriös sein will, immer wieder sagen, also alle, die in der Forschung und Entwicklung und in der Berichterstattung darüber unterwegs sind, wir robben uns da so langsam ran. Und das macht total viel Spaß. Es ist wahnsinnig spannend, dabei zu sein. Aber es gibt noch nicht diese Aussage, wir können damit zum Beispiel perfekt messen. Ich halte auch von dem Glukosetest, das ist ja was anderes als Entzündung, ja. Aber das ist, viele verwechseln das leicht. Man kann ja den Glukosespiegel im Blut messen. Von dem halte ich zum Beispiel auch sehr viel. Da schießt man sich so ein kleines Fädchen in den Arm, macht das 2 Wochen lang und kann ziemlich genau gucken, wie reagiere ich jetzt auf bestimmte Nahrungsmittel. Und das ist bei jedem Menschen anders. Mhm. Und wenn ich da so einen Insulinschub dann habe durch einen Glukoseschub, das ist sehr ungünstig. Dann kann ich halt bestimmte Nahrungsmittel weglassen und schon damit einen guten Anti-Aging-Effekt erzielen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Ja, also ich bin ja im Coaching unterwegs, deswegen ich bin eigentlich auch ein richtig großer Fan, immer wieder zu tracken. Und ich habe mich auch schon lange davon verabschiedet, dass es die eine Methode gibt, die absolut misst. Das ist auch, glaube ich, gar nicht notwendig. So wie du das jetzt auch gesagt hast, wichtig ist irgendwie, dass man dann standardisiert misst, dass man nicht dann irgendwie misst, wenn man gerade irgendwie einen Interkontinentalflug hatte. Oder dass es eben immer zu einer ähnlichen Gegebenheit ist, auch zum Beispiel, was eine HRV-Messung angeht oder wie auch immer. Und somit kriegt man einfach eine schöne Entwicklung. Ich habe selber auch mit den Methylierungsuhren schon gearbeitet. Da muss man natürlich auch immer irgendwie schauen, dass das ungefähr in einem gleichen Umgebungsfeld halt gemessen wird. Den Glycan Age, den möchte ich mir bestellen. Ich bin mal gespannt, was daraus kommt. Auch so ein bisschen interdisziplinär zu gucken, finde ich auch ganz interessant. Was bringt der eine raus, was bringt der andere raus? Gibt es aber auch ganz gute Studien, die dann irgendwie alle 3 Messungen auch mit Telomere auch noch mit reinbringen. Und alle gehen schon irgendwie so ein bisschen in die ähnliche Richtung.
Und das zeigt dann doch irgendwie auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Absolut, denke ich auch. Da steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, aber da wird sich auch in der Forschung wahrscheinlich im nächsten Jahr noch einiges tun. Also du meinst jetzt mit den Methylierungsuhren, da meinst du Grim Age oder Pheno Age und diese die epigenetischen Uhren? Die das biologische da jetzt, Alter messen. Genau, da meine ich jetzt besonders die von Steve Horvath. Der war ja der Erste, der die Methylierungsuhr, glaube ich, entdeckt hat oder erfunden hat, der Pionier. Und von da aus sind die ja auch so ein bisschen weiterentwickelt worden. Das ist aber ja eine andere Technologie wie die von Glycan Age. Ja, total anders. Aber auch da, das fand ich halt auch so frustrierend, muss ich offen sagen, als ich jetzt im Buck Institute war und der Präsident und CEO Eric Verdon hatte sich ganz viel Zeit genommen, das war wunderbar. Der hat ja nun gerade an dieser Uhr, an der Horvath-Uhr oder an der Grim Age oder an all denen, die dann weiterentwickelt auf dem Markt sind, geforscht und hat halt festgestellt, dass die halt das Alter der Blutzellen messen und nicht des ganzen Körpers. Und da sind auch nochmal unsere Immunzellen Ausreißer, die T-Zellen und die CD4+ und die CD8+-Zellen, weil die wieder ein ganz anderes Alter haben aufgrund ihrer Bildungs- und verzerren letztlich die Messung. Mhm. Und deshalb entwickelt er jetzt schon wieder eine neue epigenetische Uhr ohne die Immunzellen. Okay. Also es geht halt immer weiter. Und das heißt aber nicht, dass die epigenetische Uhr, die das biologische Alter misst, nur Mist ist. Nur eben, dass sie wahrscheinlich weniger genau misst, als wir gedacht haben. Ja, höchst spannend. Ich glaube, also ich habe auch einen Gast für in der Longevity-Serie. Da geht's genau um das Thema, um Methylierungsuhr und Messung des biologischen Alters. Da kann man dann nochmal, also hier jetzt einfach eine ganze Show draus machen. Super, super spannend. Kann ich einfach nur empfehlen, auch selber mal so einen Test zu machen und zu kontrollieren, ja, wie weit. Wie viel jünger bist du denn? Ich bin nicht jünger, leider. Ich habe meinen ersten Test gemacht, als ich mitten in meinem Burnout war. Das war vor ein paar Jährchen. Und seitdem versuche ich eben auch an meinem biologischen Alter zu arbeiten. Da war ich 12 Jahre älter als mein chronologisches Alter. Total verrückt. 12 Jahre ist schon einiges. Da kannst du jetzt aber aufatmen. Und es kann ja sein, dass du ein Immunthema hattest und deine Zellen, das hatte ich auf jeden Fall, besonders alt waren und viele andere Blutzellen eben nicht. Wenn ich vielleicht noch eins erzählen darf. Okay, da greife ich aber jetzt vor zu unserem zweiten Teil des Gesprächs. Aber erinnere mich dran. Ja. Ich war im Institut des Neurowissenschaftlers Tony Viscoray. Das ist auch eine Koryphäe, international bekannt. Der hat eine Organ-Clock entwickelt. Also der misst die Proteine im Blut. Und wir haben über 11.000 verschiedene Proteine. Und man kann die heute schon zuordnen, der Organgesundheit und die Profile einzelnen Organen. Und so kann er tatsächlich das Alter und die Gesundheit von einzelnen Organen ausmessen. Das ist schon echt cool. Das ist cool. Das hört sich spannend an. Blood Clock heißt die. Gibt's auch schon? Er setzt sie schon testweise in Kliniken ein. Die muss ja nicht zugelassen werden als Messinstrument. Ist ja kein Medikament. Mhm. Aber sie gibt's noch nicht auf dem Markt. Aber er entwickelt sie. Wie alle amerikanischen Top-Professoren hat er natürlich auch Firmenausgründungen und Start-ups. Okay, also wird bald wieder was Neues kommen und dann wird es noch spannender und dann können wir am Ende mal irgendwie so ein paar Tests miteinander vergleichen. Da vielleicht machen wir nochmal eine neue Show, dann speziell für die unterschiedlichen Clocks. Dass wir nicht zu weit abdriften, Nina, kommen wir zurück wieder zu den Hallmarks. Also der erste Block war jetzt, so wie du es auch in deinem Buch beschrieben hast, eher so die Probleme mit der Zellteilung etc. sind wir dann auch in die Seneszenz gegangen. Vielleicht für die Leute, die es noch nicht kennen, Seneszenz ist quasi ein Zustand der Zelle, wo die Zelle aufhört, sich zu teilen und quasi entzündungsfördernde Botenstoffe absondert. Nina hat schon gesagt, das kann dann teilweise förderlich sein, dass es eben nicht karzinogen wird, aber man hat eben die Downside ist dann die Entzündung. Was erwartet uns da in dem zweiten Block? Genau. Wir hatten jetzt die Lebendigkeit der Zellteilung und jetzt kommt die Energieversorgung, also die Mitochondrienfunktion. Und das ist
ein wahnsinnig spannendes Gebiet. Mitochondrien hat man ja total unterschätzt in ihrer Intelligenz und auch in ihrem Verhalten. Es gibt ja die sogenannte Mitochondriendynamik. Man weiß ja heute, dass sie sich zusammenschließen können. Im Gehirn können die 50 Zentimeter lange Fäden bilden. Also das ist völlig irre. Die sind ja Wow. mikroklein, die sind ja eingewanderte Bakterien in der Evolution in unsere Zellen. Aber die Ja. können eben auch Teile von sich selbst abschnüren, die nicht mehr richtig funktionieren und wieder dem Zellstoffwechsel als Müll und Brennmaterial zuführen. Die können sich eben gut teilen. Die werden allerdings, wenn wir, und das ist das, was ich dann in diesem Buchkapitel genau untersucht habe, wenn die älter werden, dann können die halt auch so groß werden, dass sie nicht mehr abgebaut werden, dass sie eben nicht mehr, also wie Zellmüll, großer Zellmüll in den Zellen herumschwimmen. Da sind wir dann aber auch schon wieder beim dritten Kapitel der Entgiftung und Entsorgung. Und wir wissen ja heute, dass unsere Energieproduktion in den Zellen, die durch die Mitochondrien garantiert wird, in etwa pro Jahr um 1% abnimmt, ab dem 25. Lebensjahr. Und wenn wir dann also 65 sind, dann ist die Energieproduktion, wenn wir Pech haben, um 40% gesunken. Die brauchen immer noch genauso viel Sauerstoff, aber sie produzieren nur 40% weniger Energie, was natürlich ein Mist ist im Alter. Und was da eben in der sogenannten Atmungskette, das ist diese ganz, ganz kleine Knallgasreaktion, diese biochemische Reaktion in den Mitochondrien, die dann unsere Kleinstbatterien bilden, nämlich unsere ATP-Moleküle. Was da passiert im Laufe des Alterns, da wird immer noch natürlich intensivst dran geforscht, aber das ist auch beeindruckend, ja, dass eben beispielsweise viel weniger NAD plus vorhanden ist, so dass ein Stoff, der milliardenfach, billionenfach in unseren Zellen vorkommt. Und das ATP wird so viel produziert in unserem Körper pro Tag, wie wir in Kilo wiegen. Ja, und so viel wird auch verbraucht. Das ist einfach kaum vorstellbar. Aber das wird eben weniger, wenn wir älter werden, weil eben nicht mehr genug NAD oder das Coenzym Q10 ist auch in dieser Atmungskette ein ganz, ganz wichtiger Elektronentransporter, wird auch weniger. Und so nimmt auch die Funktion nicht nur die Teilungsfähigkeit, dieser Tanz der Mitochondrien, der ganzen Mitochondrien kommt aus dem Takt, sondern auch deren Arbeitsweise in den Mitochondrien wird schwächer und sie produzieren zum Teil viel mehr freie Radikale. Normalerweise produzieren sie immer welche. Wir haben ein tolles System, das alles wieder einzufangen, auszugleichen. Homöostase nennt sich das. Das wird auch im Alter blöder. Dann haben wir immer mehr freie Radikale, die auch durch die Mitochondrien produziert werden, was auch sehr, sehr ungünstig ist. Also dieser ganze Prozess der Energiebereitstellung ist ein Faktor, ein großer Hallmark of Aging, wenn der nicht mehr so richtig funktioniert. Da habe ich zwei Nachfragen jetzt zu dem Thema und den ersten Teil fand ich sehr interessant, als du davon gesprochen hast. Ich glaube, von dem Prozess Fusion und Fission, das, was du unter der Dynamik der Mitochondrien verstanden hast, kann man das, weißt du davon irgendwelche Informationen, kann man das beeinflussen, beziehungsweise welchen Vor- oder Nachteil haben diese Prozesse? Du hast es davon gesprochen, dass sie sich möglicherweise zusammenfügen können, dass sogar so 50 Zentimeter lange Schwänze entstehen. Was hat das für einen Nachteil und kann man das, und wie kann man es beeinflussen? Also es sind etliche Startups in der Bay Area Region um San Francisco unterwegs, die Mitochondriengesundheit zu stärken. Wir haben eines besucht, die heißen Meetrics, die auch einen kühnen Entwurf haben. Die sagen nämlich, warum sollen wir nicht, wenn die Mitochondrien altern, vor allem eben in den Zellen, die sich nicht teilen, aber auch die, die sich teilen, dann haben die eben alte Mitochondrien mit die haben eine eigene DNA, mit einer eigenen Mitochondrien-DNA. Wenn die irgendwie nicht mehr so ganz gesund ist, dann wird das auch weitergegeben. Also die sagen, ja, warum soll man nicht Mitochondrien im Bioreaktor, junge Mitochondrien, züchten, sich vermehren lassen, außerhalb des Körpers und sie dann ummanteln mit Partikeln, die das Immunsystem nicht erkennt, sodass sie dann nicht abgestoßen werden. Sowas Und wie sie sogar, Phospholipide oder Nanopartikelchen wahrscheinlich.
Ja, sie haben sie natürlich nicht genau verraten, was sie da haben. Mhm. Und sie dann noch mit bestimmten Markierungen zu versetzen in der Oberfläche, sodass die bestimmte Organe besonders intensiv ansteuern. Wow. Also zum Beispiel Mitochondrien, die man injiziert bekommt, gehen dann gerne ins Herz oder sie gehen gerne ins Gehirn, wenn sie denn da durch die Blut-Hirn-Schranke durchkommen. Da gibt's jetzt auch schon, das war aber ein anderer Professor, der daran forschte, auch schon Ideen, wie man das machen kann. Also das ist eine kühne Idee, das wird natürlich auch noch ein bisschen dauern, aber ja, verfolgen unbedingt. Ja. Mhm. Wahnsinn, was da geboten ist und in welche Richtung das geht. Ich denke auch so an der Stelle finde ich es eigentlich auch immer noch auch teilweise ein bisschen beängstigend. Ich bin ja ein ganz großer Fan eigentlich von Lifestyle und Blue Zones und eher von den einfachen Maßnahmen. Ich glaube, diese sehr krassen Interventionen geht natürlich auch irgendwo möglicherweise in den Transhumanismus. Muss natürlich jeder für sich wissen, ob man da auch mitgehen möchte, Chip im Gehirn, à la Elon Musk und so weiter. Ja, aber spannend. Das ist doch was ganz anderes. Nee, also unter die transhumanistische Bewegung würde ich sowas nicht einordnen. Das sind molekularbiologische und zellbiologische Versuche, bestimmte Reparaturvorgänge im Körper zu initiieren. Mhm. Genau, also sicherlich, was ich sagen wollte, wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Verschwimmungen geben oder Verbindungen in andere Industrien. Aber das muss natürlich jeder für sich wissen, wie weit möchte man absolut gehen. Auf jeden Fall ist es super interessant, glaube ich, einfach zu verfolgen, wo ist die Technologie gerade, wo geht sie hin. Eine zweite Frage hatte ich aber auch noch zu dem Thema. Aber bevor ich zu der Frage komme, vielleicht einen ganz kurzen Rückblick noch zum ersten Block, weil mit Fasten oder mit Autophagie kann man ja schon wieder beide Bereiche mit einer Klatsche sozusagen einfangen, weil ich habe ja durch Fasten im Endeffekt nicht nur die positiven Auswirkungen auf die deregulierte Nährstoffmessung, also auf mTOR etc., sondern natürlich auch auf den Autophagieprozess und den Mitophagieprozess. Das heißt, die Mitochondrien, die nicht mehr gut funktionieren, die werden dann genau gleichermaßen gut entsorgt, möglicherweise, wenn ich eben das Fasting Mimicking einsetze oder einfach selber faste. Aber es ist für viele einfach wahrscheinlich zu einfach, irgendwas wegzulassen. Viele brauchen einfach doch irgendwie was, um eine Pille, um es zu schlucken. Das ist wahrscheinlich auch eher so ein Mindset-Thema, dass was zuführen besser ist, als irgendwas wegzulassen. Ja, es ist aber auch eine Frage der Stärke, der Wirkungsstärke. Also wenn du jedes Jahr viermal eine Woche fastest, hast du bestimmt starke Effekte. Dann frage ich dich, wer macht das? Auch Fasten-Mimicking hat einen schönen Effekt. Auf jeden Fall Intervallfasten auch. Das Ganze ist aber im Detail noch gar nicht erforscht, wie viel stärker Metformin oder dann später mal Rapalox, also verwandte Moleküle des Rapamycin oder des Rapamycin selbst wirken. Die Effekte des Rapamycin sind so stark in den Tierversuchen, aber viele Wissenschaftler haben ja auch schon Selbstversuche gemacht, dass sie sagen, also das übertrifft das Fasten um ein Vielfaches. Hat aber eben natürlich auch, was die aufbauenden Prozesse angeht, Muskel, Proteinaufbau etc., das wird ja erstmal unterbunden. Das muss man auch mal schauen, was für negative Effekte damit verbunden sein könnten. Da wird aber immer noch gestritten, weil Metformin ist nicht nachgewiesen bis heute, dass es einen Muskelabbau bewirkt. Aber zum Beispiel beim GLP-1, Rezeptorantagonisten, also dieser Abnehmspritze, die jetzt so wahnsinnig gehypt ist, bei der ist es wohl schon sehr deutlich, zeichnet sich ab, dass Menschen über 60, wenn sie die nehmen, sehr, sehr aufpassen müssen mit ihrer Muskelmasse, weil die sind ja sowieso schon von der Sarkopenie, also von dem Muskelschwund betroffen. Und dann kann diese Spritze den noch beschleunigen. Da kann man was gegen tun. Da war ich auch bei einem Start-up. Das ist nochmal ein kleiner Exkurs. Die heißen BioAge und die entwickeln ein Molekül, das ist ganz ähnlich dem Alepin heißt es, glaube ich. Das ist ein muskeleigener Stoff, der die weißen Muskelfasern aufbaut. Und der soll nicht so gut bioverfügbar sein. Also sind die jetzt an einem Molekül,
dass besser bioverfügbar ist. Das kommt relativ bald und das würden Sie dann hoffentlich als Kombinationspräparat mit diesen GLP-1-Rezeptor-Antagonisten wie Semaglutid oder wie die alle heißen, verabreichen. Ist spannend, ne? Aber die haben halt, das geht alles über diesen mTOR-Weg, der eben die aufbauenden Prozesse, viele aufbauenden Prozesse blockiert und damit eben die Gefahr, zumindest am Horizont erscheint, dass man Muskel abbaut. Spannend. Letzte Frage zum aktuellen Block NAD. Kannst du denken, das ist ja nicht nur für die Mitochondrien ein sehr interessantes Molekül, sondern prozessübergreifend, also in vielen, vielen Prozessen. Und es scheint ja gerade so zu sein, dass das so das Verjüngungsmolekül sein mag, beziehungsweise postulieren das viele so. Jetzt ist man sich, glaube ich, aber noch nicht wirklich einig, ob NAD wirklich zellgängig ist. Viele der Experten sagen, es ist nicht zellgängig. Es ist eigentlich dazu gedacht, in der Zelle zu bleiben. Dementsprechend kommt es eigentlich auch nicht in die Zelle rein. Auf der anderen Seite gibt es so viele unterschiedliche Zellen. Also kann es doch möglicherweise die eine oder andere Zelle doch penetrieren. Jetzt stehen sich zwei Herangehensweisen gegenüber. Intravenös NAD kann es der Körper aufnehmen? Fragezeichen. Auf der anderen Seite steht quasi die Supplementierung mit der Vorstufe NMN. Kennst du mehr zu dem Thema als das, was ich jetzt schon gesagt habe? Und ja, wie weit ist man da? Also genau die Frage habe ich, wer war das denn? Einem der Professoren gestellt. Ja, das war auch Eric Verdun. Gab es eine klare Antwort? Oder es war einer seiner Kollegen im Buck Institute? Gab es eine ganz klare Antwort. Also NAD Plus ist ja auch ein ganz wichtiges Molekül, das die Sirtuine zerkauen, also unsere Langlebigkeitsenzyme. Die sind, da gibt es ja einige, die sind in der Zelle und es gibt einige, die sind im Zellzwischenräumen. Also das muss schon ganz gut möglich sein, dass NAD die Zellmembran passiert. Das ist ja auch ein ganz kleines Molekül. Aber es zerfällt halt offenbar, wenn man es in Form von Tabletten oder auch Injektionen, also da muss man auch gucken, da ist man noch nicht 100% sicher, wie weit man NAD Plus wirklich injizieren kann, ohne dass es zerfällt. Also welche Wirksamkeit es hat. Also der Professor sagte, keine Injektionen machen. Du brauchst, es ist eine so hohe Menge, die du dem Körper da verpasst. Was dein Körper braucht, ist eine regelmäßige Zufuhr, weil die NAD-Plus-Spiegel eben ab dem 40. Lebensjahr absinken. Und ein bisschen auffüllen, sagen viele, kann nicht schaden. Wie viel davon wirklich dann in allen Zellen ankommt, weiß man heute noch nicht. Aber es kommt etwas an und deshalb sind die Vorstufen eigentlich die gehypten. Also das Nicotinamidribosid, das NR und das NMN. Und das NR ist ja in Europa erhältlich, das NMN bisher noch, ja, ist erhältlich im Internet, aber ist halt von den Behörden noch nicht zugelassen. Als Chemikalie wird es ja teilweise verkauft, ne, bei den Herstellern, aber eben dann nicht klassifiziert als Nahrungsergänzungsmittel. Das liegt daran, dass es halt in den USA, David Sinclair, der Gott unter den Alternsforschern, der hat ein medizinisches Trial, also eine lange medizinische Studie gestartet, die er bei der FDA angemeldet hat und als ein Medizinprodukt. Und in dem Augenblick, wenn eben ein Wirkstoff als Medizinprodukt getestet wird, darf er nicht als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Und das war jetzt in den USA der Fall, aber die Behörden verfolgen das nicht. Das wird weiterhin verkauft, wird aber nicht sanktioniert, wenn das verkauft wird. Also NMN und NR scheinen beide gute Vorstufen zu sein für das NAD+. Auch wenn auf dem einen dann Chemieprodukt draufsteht, ja, chemische Substanz, das natürlich viele abschreckt. Ja, wobei alles eine chemische Substanz ist von dem, was wir aufnehmen, was vom Supplementhersteller kommt. Ja, also manchmal sind es tatsächlich, was ja eigentlich ein Nahrungsergänzungsmittel per Definition ist, konzentrierte oder extrahierte Lebens- und Nahrungsmittel, aber eben oft nicht. Oft sind sie eben auch chemisch hergestellt. Aber dann bioidentisch, bitteschön. Mhm.
Cool, dass du da so weit drin bist und weißt, wie die Regulationsmechanismen sind und was die Behörden so machen. Das finde ich super, super spannend, mit dir das gemeinsam jetzt den Zuschauern näher zu bringen. Super, super cool, wie weit du da involviert bist. Lass uns mal, Nina, in den dritten Block einsteigen. Vielleicht nochmal, der erste Block war so die Zellteilung, der zweite Block war jetzt die Energiebereitstellung. Mitochondrien ist das große Thema mit NAD. Wie sieht's beim dritten Block aus? Da hast du, glaube ich, gesagt, eher so die Eliminierung steht da im Fokus. Hast du ja auch schon erwähnt, die Autophagie, Mitophagie, Phagie heißt ja fressen, also sich selbst fressen, und Mitophagie heißt, die Mitochondrien fressen sich selbst, also werden zerlegt sozusagen zu den Baustellen. Und das ist auch ein ganz elementar wichtiger Prozess. Ich habe mal eine ganze Serie, eine Podcast-Serie gemacht zu dem Thema. Es war mir nämlich auch vorher, als ich mich damit noch nicht so genau beschäftigt habe, gar nicht so klar, dass das wiederum, besonders für die Zellen in unserem Körper, die sich nicht teilen oder nur ganz, ganz langsam teilen, ein Riesenthema ist. Wenn Abbauprozesse, wenn Proteine, die fehlgefaltet sind, und manche Proteine sind so kompliziert aufgebaut, dass 80%, die da in den Ribosomen, also in den Fabriken für die Proteine hergestellt werden, dass 80% werden nicht richtig gefaltet, werden sofort wieder zerlegt in ganz speziellen kleinen Autophagie-Organellen und werden wieder hergestellt. Also es ist eine Riesenmenge an Stoffen, die da pro Sekunde wieder abgebaut werden müssen, in ihre Grundbestandteile zerlegt werden müssen und dann wieder dem Stoffwechsel zugeführt werden. Wenn das bei einer Zelle passiert, die sowieso stirbt, ja, weil sie in die Apoptose geht, in den programmierten Zelltod, dann ist das nicht so schlimm. Dann wird sowieso alles zerlegt und alles wieder verbraucht. Aber wenn die Zelle ewig lebt, jedenfalls so lange wie du, dann ist das blöd, wenn sich Müll ansammelt. Und dann kann das die Funktion massiv stören. Und deshalb ist die Autophagie-Stimulierung in unseren Herzzellen, Herzmuskelzellen, in unseren T-Zellen des Immunsystems, in den Zellen des Auges, in Zellen des Gehirns eine so wahnsinnig wichtige Sache. Okay, also ist ein schöner Dreiteiler, glaube ich. Der macht auf jeden Fall Sinn, den so irgendwie zu gestalten. Da kann man natürlich, wir haben es vorhin schon gesagt, da gibt es irgendwie 7, 9, 12 unterschiedliche Einzelmechanismen, die kann man dann nochmal irgendwie aufteilen. Magst du dazu was sagen? Ja, ich wollte vielleicht noch sagen, du hast das Fasten erwähnt. Das Fasten stimuliert die Autophagie. Das finde ich einfach wichtig. Auch die Calorie Restriction. Das heißt, man muss sich das einfach so vorstellen, dass die Zelle nicht mehr so viele Energie, also nicht mehr so viel Energie zur Verfügung hat, weil eben keine Nahrung mehr kommt. Also baut die alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist in der Zelle. Und damit wird die Autophagie stimuliert. Dasselbe gilt für das neue, also relativ neue Nahrungsergänzungsmittel Spermidin, das wir ja auch selber herstellen, das wir mit der Nahrung zu uns nehmen, aber auch ab dem 40. Lebensjahr immer weniger zur Verfügung steht. Unsere Darmbakterien produzieren das auch. Also das als Nahrungsergänzungsmittel kann da auch ein bisschen helfen. Und das Rapamycin scheint eben diese Autophagie auch mit anzukurbeln. Das ist einfach ja wichtig zu wissen, da kann man ein bisschen was tun, wenn man kein Medikament nehmen will, durch Lifestyle-Intervention. Wenn man ganz kurz vielleicht nochmal auf das Rapamycin zu sprechen kommen, weil das wird ja so, die Mediziner kennen das sicherlich, weil das ja eingesetzt wird so bei Organtransplantationen, dass man quasi das Immunsystem runterfährt. Das ist so die Downside quasi, wenn man das einnimmt, dass quasi das eigene Immunsystem das Organ dann nicht, wie sagt man, abstößt. Ja. Auf der anderen Seite hat man dann diese Verjüngungsprozesse eben. Was? Nee. Also da musst du schon, also bei den Versuchen mit Rapamycin, also da habe ich jetzt gerade gestern einen Artikel geschrieben über die Verjüngung bei Hunden oder sagen wir mal das lebensverlängernde Effekt des Rapamycins. Der Matt Keberlein von der Medical School in Washington hat da eine ganz große Dogs Aging Project laufen. Dem wird die Bude eingerannt von Hundebesitzern, weil die er nimmt nur Hunde über 7 Jahre, große Rassen, weil große Rassen ja leider auch ein bisschen weniger lange leben. Und da nimmt er aber in diesen Studien, das ist jetzt schon die dritte, die läuft, das ist jetzt eine ganz große, seine Erfahrung war 2 Jahre Lebensverlängerung. Ja, also das ist natürlich schon was. Mhm. Aber mit Dosen von Rapamycin, die absolut nicht das Immunsystem tangieren. Mhm. Also ganz niedrig dosiert.
Sonst wäre das natürlich absolut unmöglich. Aber das ist wichtig zu wissen, Rapamycin in ganz niedrigen Dosen. Wahnsinn, dass das jetzt mittlerweile schon an den Hunden angewendet wird, getestet wird, Test, ist total Test. Verrückt. Und in den Studien, da liest man dann immer, das wird ja dann meist irgendwie an Hefen oder dann an Mäusen irgendwann und so weiter ausgetestet. Und da geht das ja irgendwie 50%, 70% quasi biologisches Alter zurückdrehen. Ganz, ganz krasse Auswirkungen auf die Langlebigkeit mittlerweile. Beim Hund unfassbar, von 7 auf 5 quasi. Das ist ja schon mal wirklich ziemlich, ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Ja, noch ist es alles nicht studienbasiert, ne? Randomisiert, ja. Placebo-kontrolliert etc. Aber jetzt die große Studie mit 580 Hunden, wenn die abgeschlossen ist, dann kann man darüber schon ziemlich was aussagen. Okay. Also es scheint so zu sein, dass definitiv so die primäre Herangehensweise ist irgendwie dieses Fasting-Mimicking, das... Ja, jetzt. Ja, ne? Also genau. Was wir jetzt machen können, auf jeden Fall. Dazu gehört aber auch, und das sagen alle, die sich mit der Thematik beschäftigen, wenn du nur fastest, aber keinen Sport treibst, hast du kaum einen Effekt. Das Fasten ersetzt nicht den Sport. Oder Hamburger Essen von McDonald's. Ja, und da gab es jetzt eine neue Studie, das muss ich unbedingt erzählen. Das ist Universitätsklinikum Eppendorf. Ja? Die haben Menschen eine Woche lang sehr gut ernährt mit viel Ballaststoffen etc. Und dann eine Woche lang ohne Ballaststoffe, Burger, hochverarbeitete Lebensmittel. Und was passiert? Innerhalb von kürzester Zeit verändert sich das Mikrobiom. Und das, was wir unbedingt brauchen für auch unser Immunsystem, das Butyrat, die Buttersäure, die wurde plötzlich von den Bakterien, Darmbakterien ganz viel weniger hergestellt, weil es die Darmbakterien ganz schnell kaum noch gab. Also, es geht rasend schnell, dass du ein Problem bekommst, wenn du diesen Müll frisst. Und by the way, Mikrobiom wurde ja mittlerweile auch aufgenommen in die Hallmarks of Aging, also von 9 auf 12 und Mikrobiom war quasi mit on top dabei. Wird auch dran geforscht, ohne Ende. Ja, jetzt super spannend. Ich glaube, da könnte man natürlich jetzt irgendwie... Wie lange reden wir denn schon? Eine Stunde? Oh Gott. Genau, also jetzt müssen wir den Switch langsam mal bringen in unsere zweite Hälfte, auch wenn es super, super spannend ist. Also für die, die sagen, Wahnsinn, da will ich gerne mehr drauf eintauchen, unbedingt mal dann Ninas Bücher durchstöbern. Wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes, Buch 1, 2, 3, uns vierte ist in der Mache. Vielleicht noch, was ich an der Stelle noch sagen will, bevor wir thematisch wechseln, warum das insgesamt auch so spannend ist, dass wir über Langlebigkeit sprechen, weil du hast es am Anfang gesagt, Langlebigkeit oder das Altern wird noch nicht als Krankheit gesehen, das aber biologisch oder biochemisch betrachtet, das einfach ähnlich zu sehen ist, dass wir altern oder auch bei einer Krankheit altert die Zelle quasi auch oder die Zelle wird krank. Deswegen versucht man jetzt einfach nicht nur das Alter zurückzudrehen, sondern insgesamt halt jünger zu werden. Das finde ich einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig, das zwischendurch zu sagen, dass man nicht nur seine innere Uhr zurückdreht, sondern man wird insgesamt natürlich dann auch gesünder oder die Zelle wird gesünder. Ja, also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe zwar mein zweites Buch, Verjüngung ist möglich, genannt. Und da gibt es auch Effekte. Ja. Aber das, was weltweit, und ich glaube, die seriöse Langlebigkeitsforschung wird getrieben von der Idee zu sagen, die Menschen leben jetzt immer länger, und zwar auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, auch in Afrika, auch in Südamerika, in Indonesien. Überall werden sie älter. Und 2050, schieß mich tot, wird es 2,5 Milliarden Menschen über 65 geben, glaube ich, auf der Welt. Und wir wissen, dass ein 75-Jähriger im Schnitt 3 bis 4 Alterskrankheiten gleichzeitig hat. Die Medizin wird immer besser und immer teurer. Die Volkswirtschaften können das alles gar nicht mehr finanzieren. Deshalb ist das erste Ziel nicht länger leben, sondern länger gesund leben. Und deshalb sage ich auch immer, ich möchte gerne 90 werden. Das ist ja schon mal ein tolles Ziel. 90, gesund und dann ganz schnell sterben. Ja. So, das ist das Ziel der seriösen Langlebigkeitsforschung. Da gibt es natürlich viele, die Investoren bezirzen wollen und mit irgendwelchen irrsinnigen Ideen kommen und sagen, ja, also mit unserem Produkt werden sie alle 120 oder 150 oder was auch immer.
kann irgendwann mal ein Thema werden, aber im Augenblick ist das wichtigste Thema, länger gesund zu bleiben. Absolut, sehe nicht ich genau. Nicht in den Rollstuhl. Mhm. Ja, genau, sehe ich genauso. Und ich denke, da sind einfach so diese Basics, Blue Zone Lifestyle und so weiter, die bringen da schon wahnsinnig viel. Und so wie du sagst, wahnsinnig viele hängen halt an der Pharmaindustrie ab dem 65. Lebensjahr. Und es muss aber nicht sein, weil es tatsächlich relativ einfach gehen würde. Meine Theorie des Ganzen ist so, dass das primäre, die primäre Ursache ist einfach unser Verstand, unser Gehirn, unser Verhalten. Die Menschen wissen, dass sie vielleicht dahin scheiden oder ein Bein verlieren, wenn sie Diabetes haben. Es könnte so einfach sein, Zucker einfach wegzulassen. Aber das Verhalten steht halt einfach dazwischen. Und das ist so mein, naja, meine kommt primäre aber Theorie. Auch. Und du hast da völlig recht, oder recht und unrecht ist sowieso blöd, aber das, viele wissen eben nicht, dass das Altern nur zu einem ganz geringen Teil genetisch programmiert ist. Es ist tatsächlich zu einem ganz, ganz großen Teil Lifestyle abhängig, aber man darf trotzdem nicht unterschätzen, dass es Gene gibt, die uns umbringen können, die Krebs machen, die in der Familie sind. Von daher halte ich durchaus was davon und es wird immer günstiger. Und das finde ich ganz, ganz großartig, auch einen Gentest zu machen, nicht nur einen epigenetischen Test, also die Stoppschilder auf unserer DNA zu messen, die dann ein- und ausschalten, was produziert wird, sondern wirklich mal zu gucken, was habe ich denn von meinen Eltern da mitbekommen? Habe ich da zweimal das ApoE4-Gen, das zu einem kleinen Prozentsatz Demenz auslösen kann? Oder dieses Brustkrebsgen oder ein Prostatakrebsgen oder ein Darmkrebsgen? Wenn ich das weiß, dann mache ich eben ganz früh zum Beispiel Darmspiegelung und solche Dinge. Wenn ich das komplett außen vor lasse, ist das auch nicht ideal. An der Stelle vielleicht nochmal an alle Zuschauer, Zuhörer, will ich natürlich den Test an der Stelle auch mal ins Spiel bringen. Vom Hauptsponsor Epigenes kann ich nur empfehlen, das einmal zu machen. Du sagst, mittlerweile ist es ja super günstig, sich testen zu lassen. Also da auch mal hinzuschauen, ApoE4, was steckt tatsächlich in der Genetik? Welche Risiken sind da? Und was kann ich vermeiden? Was soll ich vielleicht eher suchen? Du, ich habe mich offensichtlich nicht richtig vorbereitet, weil der Epigene heißt, habe ich natürlich gedacht, das ist ein epigenetischer Test. Ist aber ein Gentest. Ist ein Gentest, genau so. Die Philosophie ist im Endeffekt, die Gene zu testen, aber gleichzeitig eben die Macht der Epigenetik zu nutzen, so damit die vielleicht Gene eben nicht zum Vorschein treten. Und das ist die Kombination quasi von beiden Welten. Aha, aber das sind ja dann zwei völlig unterschiedliche Technologien der Analyse, ne? Also dass die Epigenetik wird ganz anders ausgelesen als die Genetik. Ja, also ja, Epigenes macht keine Epi-Tests. Machen Gentests, aber quasi dann so mit der Philosophie, das Wissen ist wichtig, was muss ich jetzt vermeiden und was soll ich vielleicht eher suchen, um quasi so die Epigenetik dann in Vorderschein zu bringen oder in den Mittelpunkt zu bringen. Mhm. Okay, verstanden. Kann ich dir im Anschluss auch nochmal schicken? Vielleicht bringen wir das nochmal irgendwie mit rein. I don't know, let's see. Ich schicke dir mal die Infos auf jeden Fall zu dem Gentest. Gerne. Jetzt würde ich nochmal, jetzt sind wir schon so weit voran, Nina. Jetzt müssen wir unbedingt die neuen Technologien aus deiner Reise noch mit reinbringen. Vielleicht haben wir da noch 5 oder 10 Minuten. Weiß nicht, wie sollen wir es aufbauen? Was hast du da mitgebracht? Wie sieht es aktuell aus mit Technologien? Können wir das irgendwie unterteilen, vielleicht auch in die 3 Blöcke, wo man überall drauf einwirken kann? Und was bringt die Zukunft? Also was mich sehr beeindruckt hat, ist die Konsequenz, mit der eigentlich mehrere Unternehmen an dem Thema epigenetische Reprogrammierung mit den Yamanaka-Faktoren arbeiten. Und das ist halt Zukunftsmusik. Auf der anderen Seite ist das mit unglaublichen Gewinnhoffnungen natürlich auch verbunden. Denn wenn wir es schaffen, das epigenetische Muster auf unserer DNA auf jugendliches Niveau zurückzufahren, dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit ganze Organe verjüngen. Ja, um 20 oder 30 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr. Das heißt aber nicht, dass wir den ganzen Körper verjüngen. Dann könnte es immer noch sein, dass unsere Gehirnzellen oder anderes immer noch verrückt spielen. Dennoch wäre das natürlich ein Riesenfaktor, den viele nutzen würden. Also sagen wir mal, die epigenetische Reprogrammierung, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Forschungsbereich. Altos Labs macht das. Dann war ich bei Retro Biosciences.
Ganz kurz, machen, Nina, vielleicht ja? für die Zuschauer, die jetzt noch gar nichts anfangen können mit den Yamanaka-Faktoren. Ja, genau. Ich wollte es kurz erklären. Ich habe da 3 Firmen besucht, die das machen. Und die sind, also Altos Labs kann niemand besuchen. Die sind völlig verschwiegen. Da kommt man nicht rein. Aber da weiß man halt, die haben ja auch selber Yamanaka angeworben. Der arbeitet für die. Die Yamanaka-Faktoren sind 4 Faktoren, und dafür hat der Yamanaka den Nobelpreis bekommen, die, wenn man eine Zelle aus dem, eine Hautzelle, was auch immer, aus dem Körper entnimmt, in eine Petrischale tut und die 4 Yamanaka-Faktoren dazu tut und den ein paar Wochen einwirken lässt, 2, ein bisschen länger, dann werden die wieder embryonale Stammzellen. Das ist natürlich irre. iPSC-Zellen nennt man die. Und das ist natürlich tödlich, wenn man das im Körper tut, weil dann weiß das Organ nicht mehr, es ist Embryo, weiß überhaupt nicht mehr, was es machen soll. Also die Leber weiß nicht mehr, die Niere weiß nicht mehr, das Herz weiß nicht mehr, bist du sofort tot. Deshalb sind die halt hochgefährlich, wenn man nicht genau steuern kann, wie lange die einwirken. Wenn man also, ich meine, das war so nach 10 Tagen, wenn man diesen Verjüngungsprozess nach 10 Tagen unterbricht, die Yamanaka-Faktoren also entfernt, dann ist diese Zelle um 20 Jahre verjüngt. Ja, wow. Schieß mich jetzt, nagel mich nicht fest. Und das ist ein phänomenaler Effekt. Und die arbeiten jetzt mit unterschiedlichen Methoden daran, zu verjüngen. Und bei Turn Bio zum Beispiel ist der Professor Vittorio Sebastiano, das ist ein weltberühmter Stanford-Professor, der in der epigenetischen Reprogrammierung, in der Entwicklung dieser Technologien ganz vorne dabei ist, der macht das nicht mit Viren, sondern der macht das mit mRNA. Mhm. Und die mRNA wissen wir ja von der Covid-Impfung. Wenn wir Faktoren, also wir haben halt den Covid-Impfstoff mit mRNA, das an den Antikörper damit rein, nee, das waren ja Spikes, Proteine. Also wenn wir die in den Körper mit der mRNA da reinbringen, das zerfällt innerhalb von kurzer Zeit. Diese mRNA wird abgebaut und der Impfstoff auch. Also er kann nicht ewig im Körper zirkulieren, was ja auch gewollt ist. Und genau so machen die das bei Turn Bio. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also die können genau, die wissen genau, wie lange diese mRNA im Körper bleibt und dann ist der Yamanaka-Faktor eliminiert. Schon mal spannend. Die beginnen bei Hautzellen. Die wollen also erstmal die Haut verjüngen, weil das ist nicht so, sagen wir mal, riskant wie ein Organ im Innern unseres Körpers. Die anderen machen das eben mit bestimmten Viren, die in die Zellen gehen und die transportieren dann die Yamanaka-Faktoren rein und die müssen aber dann eben auch möglichst schnell wieder abgebaut werden. Und da ist dann natürlich... Naja, das ist ein sehr riskantes, aber sehr spannendes Feld. Interessant. Also die Verjüngung über die Yamanaka-Faktoren, da sagst du, das ist tatsächlich eins so der Hot Topics aktuell? Durchaus. Wird aber eben noch dauern, bis das durch die Behörden, also bis erstmal die richtigen Technologien gefunden sind, durch die Behörden dann auch genehmigt wird. Turn Bio ist da ziemlich optimistisch, weil die sagen, mit unserem Verfahren geht das ganz gut, also vielleicht 6-8 Jahre. Ja. Wird man sehen. Die Stammzelltechnologie ist ja auch sehr weit fortgeschritten, da passiert ja auch wahnsinnig viel. Aber so wie das scheint, ist das auch eher aber so lokal anzuwenden, so wie das bei den Yamanaka-Faktoren auch gerade scheinbar so zu scheinen mag. Geht man erstmal auf die Haut, dann geht man auf dieses und jenes Organ. Ja, Stammzellenunternehmen, Stammzellentechnologieunternehmen habe ich jetzt erstmal nicht besucht. Aber das ist ein ganz, ganz großes Forschungsfeld. Das wissen wir ja alle, wird ja zum Teil auch schon angewendet. Da denke ich auch, zum Beispiel, das ist ja das Thema bei Blutkrebs und so ist ja sowieso schon klar. Einen Professor habe ich besucht, der heißt Myung Long, glaube ich. Der war an der UCSF, also an der Universität von San Francisco. Der nutzt embryonale Stammzellen, ja genau, die aus einer embryonalen Stammzellenbank kommen. Bei uns in Europa ist das ja verboten. Aber in den USA ist es mit Genehmigung relativ leicht zu machen, sagt er. Und der macht 2 Dinge. Auf der einen Seite produziert er, sagen wir mal, es ist ein Mensch, der eine Lebertransplantation braucht. Und es gibt ja kaum Organe. Das heißt, der wird wahrscheinlich sterben, weil er keine Leber bekommt. Der produziert mit embryonalen Stammzellen eine Leber. Das kann man heute.
und zumindest Lebergewebe. Und die würde aber vom Körper abgestoßen. Das ist einfach so, weil das ja nicht seine eigenen Zellen sind. Und er produziert Antikörper. Früher hat man mit Chemotherapie und Bestrahlung das Immunsystem eines Patienten kaputt gemacht, unter anderem auch mit Rapamycin, um das so runterzufahren, dass das neue Organ angenommen wird. Und dann muss es aber wieder aufgebaut werden mit einem Spender, mit Spenderblut, Knochenmarkszellen. Der macht das mit Antikörpern und sagt, er kriegt das hin, dass man keine Spender mehr braucht, keine Chemotherapie und auch keine Bestrahlung mehr. Das ist natürlich auch wieder ein irrsinniger Eingriff. Künstliches Lebergewebe und das Immunsystem mit Antikörpern kaputt machen und dann wieder hochfahren. Aber auch wiederum groß gedacht und für Menschen, die auf ein Organ warten, mit Sicherheit völlig anders aufgenommen. Sicherlich wissen die, für sie in ihrer Lebenszeit wird das keine Hilfe werden. Aber die werden sagen, Mensch, toll, dass daran geforscht wird. Ich habe auch einen getroffen, der Kryo macht, also der daran arbeitet, auch ein Start-up, wie kann man Organe einfrieren. Denn ganz häufig ist es so, dass ein Patient, der stirbt und seine Organe zur Spende freigegeben hat, das hat jetzt nichts mit Longevity zu tun. Aber ist halt auch ein wichtiges Thema, wenn man gesund älter werden, letztlich Krankheiten im Alter heilen will. Der forscht daran, welche Moleküle braucht es und welche Aufbewahrungssubstanzen und Technologien, um von einem Menschen möglichst viele Organe lange aufzubewahren. Während heute ist es so, da wird dann ein Organ entnommen, ganz, ganz schnell zu einer Transplantation geflogen, aber alle anderen Organe verfallen, sodass man richtig eine Organbank aufbauen kann und viel, viel mehr Menschen mit Organen versorgen kann. Auch ein spannendes Thema. Auch interessant. Plasmapherese, vielleicht interessiert dich das noch. Haben wir keine Zeit mehr? Doch. Wir haben auf jeden Fall Zeit. Und Plasmapherese klingt sowieso spannend, weil da hatte ich auch mal zugerichtet. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen. Da arbeiten auch etliche dran, zu schauen. Also zum einen eben, und das war auch der Professor Viscoray von der UCF, der ist Stanford. Der halt sagte, wir sind auch gerade dabei zu identifizieren. Man kennt ja diese schrecklichen Versuche der Parabiose. Da hat man zwei Ratten zusammengenäht, eine junge und eine alte im Blutkreislauf verbunden. Und dann wurde die junge Ratte älter und zwar massiv und die alte Ratte wurde jünger und zwar massiv. Deshalb geht man davon aus, dass es Faktoren im jungen Blut gibt, die verjüngen und Faktoren im alten Blut gibt, die alt machen. Und deshalb gibt es auch zwei Ansätze der Prävention. Und der Viscoray sagte halt, also wir möchten gerne, ich denke mal, das sind Startups, die da, aber ich weiß nicht, ob sein Institut das selber auch macht, die jungmachenden Faktoren entdecken und die einfach produzieren und die dann schon präventiv mittelalten Menschen einspritzen. Ist doch eine coole Idee, oder? Und auf der anderen Seite ist schon sehr weit entwickelt und der Professor Kiprov, so heißt er, der an der Plasmapherese arbeitet, um die altmachenden Faktoren aus dem Blut zu filtern. Der war leider nicht da, als ich jetzt in San Francisco war, sonst hätten wir uns auch sehr gerne mit dem getroffen. Der arbeitet schon so weit daran, dass er sagt, also wir machen das halt, die klassische Blutwäsche kennen wir ja. Ist eine unangenehme Prozedur, da hängt man sehr lange an Schläuchen, das Blut, das im eigenen Körper zirkuliert. Es muss nicht das ganze Blut sein, es wird partiell entnommen, dann gefiltert, die eigenen Blutkörperchen, die festen Bestandteile werden wieder in den Körper zurückgeführt, aber das Blutplasma wird ausgetauscht durch ein künstliches Blutplasma, das auch mit Albumin, einem bestimmten Eiweißstoff, versetzt ist. Und damit hat man eine Menge der altmachenden Faktoren rausgeholt, weil die sind im Blutplasma und würden dann gelöst und würden mit dem Blutplasma dann entfernt. Ist ein interessanter Ansatz. Er forscht jetzt gerade daran, wie oft müsste man das machen, weil man festgestellt hat, also wenn man es nur einmal macht, ist das nicht ausreichend für einen starken Verjüngungseffekt. Muss man schon mehrfach machen, daran arbeitet er jetzt. Und der Professor Viscoray sagte halt auch, ja, denk doch dran, wir haben 11.000 verschiedene Proteine in unserem Plasma. Wenn wir die da alle rausfiltern, ist auch jetzt nicht so angesagt. Das müsste man auch mal gucken, wie das dann auf Dauer, was das auf Dauer bewirkt.
Aber das wird natürlich, das passiert ja schon bei vielen der Blutwäschen und scheint die Menschen jetzt nicht unbedingt zu schwächen. Es ist aber eben auch noch, muss man noch viel mehr wissen, um das wirklich empfehlen zu können. Ja, ganz im Gegenteil eigentlich, ne? Die Inosferese, die wird ja sehr häufig und sehr erfolgreich eingesetzt, um den Körper zu befreien von nicht nur Giftstoffen, sondern auch von Erregern etc. Von all den, ja, insgesamt kann man schon unter Toxine einfach, glaube ich, verallgemeinern. Ja. Und das hat ja auch natürlich einen Verjüngungseffekt, wenn ich dem Körper entzündungsfördernde Stoffe oder Ursachen rausnehme, dann ist das natürlich indirekt eine Verjüngung. Kannst du mir da sagen, was der Inosferese, es gibt ja verschiedene Pheresen, ja. Wie wird das Plasma behandelt? Wird das komplett ersetzt? Also die ursprüngliche Blutwäsche, die kommt ja, glaube ich, war von so einem Japaner erfunden worden. Die Inosferese ist dann einfach eine Weiterentwicklung des Prozesses. Das hat so ein Arzt aus Niederbayern, glaube ich, sogar weiterentwickelt. Da fällt mir der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit Dr. S. Stör oder Stark oder irgendwas ähnliches. Was da aber genau passiert, kann ich jetzt so technologisch nicht wirklich sagen. Auf jeden Fall wird's Plasma natürlich gereinigt von sämtlichen Schwermetallen, Toxinen, Erregern, die drin sind. Und am Ende wird's in dem Beutel aufgefangen. Und dann sieht man quasi, was da alles rausgekommen ist oder was alles drin war. Und danach geht's ins Labor und dann kann man quasi auch schauen, was war da drin. Dann wird es doch ersetzt. Ne? Wenn's im Beutel ist, wird's nicht wieder eingespritzt. Doch, es ist ein Kreislauf. Es kommt auf der anderen Seite quasi wieder gefiltert zurück. Aha, also ersetzt es nicht. Genau. Okay. Mhm. Und das Schöne ist, es hat einen sehr, sehr entgiftenden Outcome. Aufgrund des osmotischen Drucks ist es so, dass halt das Blut erstmal gereinigt wird und dann entsteht quasi ein anderes osmotisches Verhältnis, sodass dann quasi aus den Zellen oder aus dem Gewebe gleichzeitig die Giftstoffe rausgedrückt werden und dann wieder in die Blutbahn geraten. Deswegen sollte man eigentlich immer zwei hintereinander machen. Erstmal um das Blut zu reinigen und dann werden die Giftstoffe aus den Zellen rausgezogen und dann ist teilweise sogar in der zweiten nochmal mehr drin. Deswegen immer zwei in Folge. Das würde aber bedeuten, dass die ganzen Proteine, die im Plasma kursieren, dass die dann auch weg sind. Na gut, aber vielleicht ist das ja nicht so schlimm. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich auch nicht an der Stelle, was der Filter alles rausnimmt, das weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn wir da eine Folge zu machen. Muss mal gucken, ob ich den wollte ich sowieso mal einladen, ob ich den auch nochmal irgendwann bekomme zur Show. Nina, jetzt sind wir fast am Ende. Eine Sache, und wir könnten wahrscheinlich stundenlang weitermachen. Ja. Gibt es irgendwas, weil die AI ist ja auch so wahnsinnig im Vormarsch. Ich weiß, in der Medizin, in der Langlebigkeitsmedizin passiert auch wahnsinnig viel im Zusammenhang mit Erforschung von neuen Medikamenten. Hast du da irgendwas gesehen, irgendwelche Unternehmen, die da die unterschiedlichsten Technologien verbinden mit AI? Alle arbeiten sogar. Mit AI. Wow. Also kannst du nicht sagen alle, also die zum Beispiel Plasmapherese, nein. Die ganzen Analysemethoden, also die ganzen Drug Discovery-Unternehmen. Ich habe etliche besucht, die machen halt die klassische, das ist aber dann keine Langlebigkeitsforschung, ne? Weil es ist ja eigentlich Sick Care. Es ist dann wirklich am Ende des Lebens die Krankheiten zu bekämpfen und nicht was Longevity möchte. Aber die arbeiten sowieso also hochkomplex mit AI. Mhm. Aber auch zum Beispiel der Professor Viscoray arbeitet mit AI, um seine Blood Clock mit den vielen, vielen, vielen Proteinen ganz personalisiert für jeden einzelnen Menschen auslesbar zu machen. Ich glaube, ohne AI-Kenntnisse kommt heute auch kein Longevity-Mediziner mehr, der sich hat weiterbilden lassen aus. Das sind Dinge, die leider eben an der Uni noch gar nicht im Medizinstudium gelehrt werden, im großen Stil oder im umfangreichen Stil. Das muss einfach kommen. Und das war zum Beispiel in Kopenhagen bei dem ARDD, bei diesem großen Kongress, ein ganz wichtiges Thema an dem ersten Tag, an dem Medicine Day, wo es wirklich nur darum ging, wie kriegen wir diese Forschung jetzt in die Praxis. Und da haben die Organisatoren dieses Kongresses auch eine Association gegründet, also eine Vereinigung, die sich nur dem gewidmet hat, dass Ärzte und Klinikpersonal und alle, die in der Ausbildung sind, Longevity-Ausbildung bekommen und auch AI. Also man kann das nicht mehr trennen. Mhm.
Ja, verrückt. Also es bleibt absolut spannend abzuwarten. Was bringen die nächsten Jahre? Wo geht's hin? Ich glaube, die Entwicklungen gehen jetzt auch mit AI rasend schnell. Da wird die FDA, vorhin haben wir darüber gesprochen, gar nicht mehr mitkommen, was da alles Neues so auf den Markt kommt. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht. Wir haben alle einen heiden Respekt vor der FDA. Ich sag's dir. Nina, es war unglaublich spannend. Ich denke für die Zuschauer auch, richtig coole Informationen, glaube ich, haben wir heute gesammelt. Ich bin dir super dankbar, dass du heute dabei warst, dass wir heute den Kickoff mit dir machen durften. Und du hast noch was? Ja, ich habe nur eben, ist mir so durch den Kopf gegangen, wir reden eben über meinen Besuch in San Francisco, aber wir reden nicht darüber, was in Deutschland und Europa geforscht wird. Und ich finde, wir müssen da auch mal die Lanze brechen. Es werden wenig Startups gegründet etc. Das ist eine ganz andere Landschaft hier. Aber zum Beispiel engagiere ich mich auch, berichte ich auch für das Center for Healthy Aging in Mainz. Das ist eine Ausgründung des Instituts für Molekularbiologie der Universität in Mainz. Die machen so tolle Grundlagenforschung. Die gehen jetzt auch mehr und mehr in die Anwendung. Das zum Beispiel ist ein Zentrum, das tolle Wissenschaftler hat, die zum Teil auch aus den USA zurückgekommen sind, um dort zu forschen. Also wir sollten unser Licht hier in Deutschland und Europa nicht ganz unter den Scheffel stellen. Ja, das ist auch mein Ziel, das ist auch unser Ziel, dass wir eben die Informationen an so vielen Menschen wie möglich teilen oder mit ihnen teilen, nach außen bringen können. Deswegen an euch, liebe Zuschauer, wenn euch die Folge geteilt hat, gerne was zurückgeben, kommentieren, die Sendung verbreiten, teilen, dass wir eben die tollen Infos mit so vielen Menschen wie möglich teilen können. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank, danke, Nina, dass du dabei warst. Jetzt müssen natürlich diese Worte kommen. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Danke, Sebastian. Danke.